Moin, moin, im Schrammwerk bin ich heute, bei Danny Schramm. Und zwar hat er ja die Fahrmaschine lackiert. Ich habe ihr gesagt, Used Look möchte ich gerne haben. Und das ist jetzt das letzte Mal und das letzte Teil, was er hier für mich lackiert, denke ich mal. Danny ist ja seit dem Mofa-Rennen hier, seitdem ist er hier eingeflogen. Und jetzt, morgen fährt er wieder weg. Und das ist jetzt wirklich der letzte Tag, wo Danny noch Zeit hat, meine Fahrmaschine zu lackieren. Ja, und ich habe die Teile ja auch schon gesehen, die Danny da lackiert hat. Wunderbar. Also ich bin begeistert. Ich hatte eigentlich so ein bisschen Bedenken, schlaflose Nächte. Hoffentlich wird das auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte ja ihm als Vorlage so eine alte Blechwerkzeugkiste mitgegeben. Ich habe gesagt, Danny, so hätte ich das gerne. Ey, Danny, so. Hier ist die Werkzeugkiste. Das hat er fein gesagt, ne? Ja. Werkstatt Kistengrün, AFP heißt die Grundfarbe jetzt. Ja, falls ihr euch fragen, AFP, der neue Name. An die Funktionsbank Werkstatt Kistengrün. Und diese Kiste hat mich inspiriert, habe ich gesagt, so soll das Motorrad aussehen. Und jetzt sollt ihr mal gucken, das schöne Ergebnis. Danny, wir gehen da mal hin, wir zeigen mal den Menschen das, wie das jetzt aussieht. Da kommt man mit hier. Halt mal hier so gegen. Wenn man das mal so sieht, das ist doch kaum ein Unterschied. Ich meine, glänzt so ein bisschen mehr, aber hier diese Rostsachen, wunderbar. Das wird bestimmt auch noch ein bisschen matter nachher, ne? Das können wir ja bearbeiten, ne? Ich habe ja quasi jetzt... Quasi, hat er gesagt. Ja, das sage ich auch schon. Die denken immer, das kommt von dir, aber das sage ich schon quasi, seitdem ich... Du hast immer quasi schon gesagt. Ja, ja. Norddeutsch, das ist ja... Aber mein Nils, ne? Mein Nils, der Nils, der sagt auch immer quasi und dem habe ich das abgewöhnt. Echt? Ja. Ja. Er soll doch mehr so zu sagen sagen. Ja, ich sage im Englisch so to say jetzt in Dubai. So to say. So to say. Ja. This is a petrol tank. Ja, also wir können es noch ein bisschen matter machen. Ich habe das Grün, Werkstattkisten Grün, habe ich in der Lackiererei hier bei Roman Rilke anrühren lassen, weil ich ja keine Mischbank mehr habe. Ja. Da haben wir die Farbe gescannt, auch mit Farbfächern nachher geguckt. Haben die nachgerührt, habe ich, das ist ein 2K-Lack. Das, was glänzt, ist ein Unilack, der härtet. Ne? Ja. Hab schon vorher so braun vorgemacht. Aber das seht ihr im Video, ich habe es ja auch gefilmt mit der GoPro so ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Und habe dann in dem nassen, wachsigen Lack, habe ich Schleifpapier genommen, habe dann schon so reingerieben und habe das nochmal oben drauf gemacht. Dadurch haben wir diesen Matt-Glanzunterschied. Wir können das jetzt ein bisschen mehr mattieren, wenn du möchtest. Also das ist ja jetzt nicht original Rost, sondern das ist Farbe. Das hat unser Sohnemann auch eben gedacht. Roddy, kam rein, aber das war doch schon voll verrostet. Nein, das ist braune Farbe, verdickt, aufgetupft, wieder runtergespült, gewischt, geschliffen. Du bist ein richtiger Used-Lack-Künstler, muss ich sagen. Und hier bin ich ganz geil. Ich habe mal einen Lackfehler gehabt. Wahnsinnig. Kennst du schon, aus dem Kompressor kommt ja mal, wenn du viel machst, kommt ja mal so Wasser vorne raus. Ja. Das habe ich mal gehabt beim Lackieren. Aus Zufall. Da musste ich irgendwo lackieren, aber halten diese Filterkartusche nicht davor. Und dann kam Wasser mit raus und das habe ich einlackiert. Dann heißt es eine Wassertropfen. Willst du nicht haben. Dann habe ich die Wassertropfen weggepustet und dann heißt es so eine Krater. Und die habe ich hier auch überall. Ich habe richtig so eine, hier siehst du das ganz schön, so eine Rostpore. Also du hast jetzt absichtlich Wasser reingegeben. Ich habe Wasser aufgesprenkelt, ne, hier so. Hier habe ich mir so eine Wasserkartusche gemacht, guck mal. Hab das so raufgemacht hab das dann direkt überlackiert. Dann ist ja die Wasserblase, habe ich kurz gewartet, habe dann das freigepustet. Das Häutchen oben geplatzt, dann hast du wie so einen kleinen Krater. Und dieses Weggepustete, das sind denn diese... Das ist nicht gepustet. Das ist dann quasi das Rostbraun. Ja, wie wird das denn auflackiert? Das habe ich mit dem kackbraunen Tuch gerade gemacht. Das dann so raufgepinselt. Ah, getupft wird das denn? Getupft, gerieben. Okay. Ja, das kann man ja bestimmt in dem Video noch sehen, ne? Genau. Wie du das gemacht hast. Das habt ihr ja schon gesehen eigentlich, wie ich das gemacht habe. Ja. Aber hier, wenn man das hier mal so rüberfasst. Habe ich auch den frischen Lack. Voll original, du. Ja, mit Löchern, ne? Also das ist ja für mich immer wichtig, wenn das alt aussehen soll, soll sich das auch alt anfühlen. Ja. Das ist ja mal die Herausforderung dabei, dass es authentisch ist. Mhm. Weil oftmals siehst du ja so eine Rostlackierung, da ist ja Mattlack komplett drüber. Ja. Dann hast du nicht so wie hier, dass es hier matt ist, hier glänzt das. Hier wolltest du ja so einen Stern drauf haben. Ja, ich habe das jetzt hier nur mal so angedeutet, dass man hier vielleicht so einen Stern macht. In seiner Videobotschaft an mich hat er ne? Ist mich verarscht. Hast du das alles schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Nur die Botschaft, wie das lackiert werden soll. Ja, aber da kommt ja noch was dazu. Ich sage, Andi, schick mal Bilder. Lass dich mal überraschen, das wird noch lustig. Also hier auf der einen Seite, denke ich, machen wir einfach diesen Flügel. Das muss ja auch nicht symmetrisch sein. Und auf der anderen Seite machen wir einen Stern. Ja, weil hier ist ja
Hängt hier auch ein Hebel? Nee, nur auf der Seite. Nee, da ist nichts. Hier sind nur so, normalerweise kommt hier so ein Gummikniekissen hin. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Ich glaube, ich mache da nur Schrauben rein und dann ist das, ist das weg. Da ist ein Gewinde drin. Hier kommt dieses Logo, das Original, dieses... Oh, ich hol das mal. Ja, hol das mal. Das sieht aus wie so ein... Das sieht aus wie so ein das waren die Muttis früher, die Umis haben das früher mal im Schrank liegen gehabt. Das sieht aus wie so eine Emaille, wie so ein Harz, was so eingegossen ist. Es gab das früher mit diesen Blumen und sowas. Da waren dann so Gänseblümchen in so einem... Glasuntersetzer sowas. Also sieht so ein bisschen Omi-mäßig aus, finde ich. Der kommt hier hin und hier kommt ja so ein schöner alter Schokhebel hin. Der wird hier angeschraubt und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier dieser Flügel hinkommt. Dieser BSA-Flügel, der auch hier im Logo ist. Also ein BSA, der diesen Flügel. Ja, vielleicht machen wir den mit der Hand. Das müssen wir mal sehen, wie gut wir sind. Genau, weil das will ich, das machen wir mit. Natürlich machen wir es mit der Hand. Weil ich will das ja, wenn es angetrunken ist, auch wieder ein bisschen kaputt machen. Das ja, ist nicht, so, genau. Das ist nicht frisch. Sieht das ja zu neu aus. Genau, das muss auch halt aussehen. Mhm. Lassen wir mal trocknen. Und dann, pusten wir vielleicht an manchen Stellen, wenn du mal möchtest, können wir ganz leicht Mattlack mal so gegen... Matt-Klarlack gegenhauen. Ja. Dass mein Logo da nicht so runterschraddelt, wenn du mal so machst. Das muss auch noch beklarlackt werden. Du hast aber auch eigentlich dieses Logo, das finde ich auch schön, das metallische Logo, diesen Aufkleber. Hab ich? Ja, hast du. Wie hab ich? Den hast du auch auf den Heli raufgeklebt. Achso, die habe ich aber in Dubai, die habe ich nicht mehr hier. Ach, die sind in Dubai. Dann ruf mal an da und dann sagt die, sollen das mal schnell. Ja, nee. Wird nichts, ne? Nee. Aber das geht ja auch. Und ich habe noch ein paar Teile, die sind noch nicht gemacht, die musst du noch schleifen einmal. Schleifen? Ich soll schleifen? Ja, und abkleben. Nein, das stimmt ja nicht. Das muss mich ja nur wieder ärgern. Ja. Nein, ich zeichne gleich mal dieses Dings. Genau, kann ich direkt hier raufmalen? Du malst direkt rauf, aber nicht so und korrigieren, weil wir müssen es nachher da unten wieder wegwischen. Ja. Und wenn du natürlich so eine fette Linie machst, guckt das immer so doof raus. Also du musst schon relativ genau in einem... Wir versuchen das mal. So, wir haben jetzt... wir hatten ja gemessen, das Logo ist 83. Das habe ich jetzt 75 gemacht, von Spitze zu Spitze. Damit das so ein bisschen... unterbrochen ist, ne? Ach, damit da Zwischenräume entstehen. Ja, genau. Können wir hier mal rauflegen. Ja, das sieht doch... Das muss so ausgerichtet sein, dass die Schrauben mit der Spitze und der Spitze... Ja, deswegen jetzt einmal Linierband hier, weil das ist ja gerade, wird ja gerade hier eingehakt. Das heißt, das ist vertikal, ne? Mhm. Oder? Warte mal, das wird ja so. Ja. Genau, guck mal, das ist 90 Grad. Geht das runter. Halt mal fest. Dann mache ich mir jetzt eben einmal schnell so eine optische Mitte. Boah, der hängt ja schief auf dem Ständer. So, das ist aber 90 Grad. Senkrecht. Das ist auch gut, dass du darauf achtest. Da achten wenig Leute drauf, wenn sie was lackieren. Dann kleben sie die Embleme immer schief drauf. Dann steht das Motorrad zwar gerade, aber das Emblem ist schief. Das geht doch nicht. Genau. Und diese Linie ist bei meisten Harley immer horizontal. Ja, und dann klebe ich auch. Da hängen aber manchmal die Tanks. Der ist auch ziemlich gerade hier, so, denn die steht. Das finde ich gut. Das hätte ich alleine gar nicht hingekriegt jetzt. Gut, dass du da bist. Da brauchen wir schon drei Hände für. Ja. Gut, dass ich hier bin. Ja, gut, dass du da bist. Guck mal, jetzt haben wir die Mitte. Ja, sauber. Und haben auch gleich die Linie, die wir, sehen wir die? Spitze, Spitze. Oh, das spiegelt hier mal so. Das sieht auch gut aus, oder? Komm mal rauf. Wichtig ist ja, dass die hier richtig weggeht. Ne, nee. Weil das BSA, halt mal das BSA jetzt rauf. Gerade. Nur die Schraubenköpfe, die sind ja gerade. Ja, die sollen so stehen. So. Genau. Und das heißt, die Spitze geht gerade raus. Sauber. So muck wieder. Gut. Und jetzt wäre das ja sowieso Handarbeit. Halt mal ein BSA-Logo rein, wie das so gefällt. Ah, glatt, wa? Doch, das sieht schön aus. Ein gedecktes Braun. Ach, das machst du jetzt, weil du dann die Konturen weißt, wenn du das abziehst. Geil, ne? Ja, gut. Ohne vorzuzeichnen. Jetzt kommt der Stern wieder ab und dann kannst du das nachzeichnen. Ne? Genau. Das langsam.
Andere, soll ich das jetzt erstmal pinseln und andere Seite zeichnest du dann mit der Hand vor? Den Wing, ja, ne? So, nehme ich mal am besten. Oh, meine besten, da habe ich schon alle in Dubai, ja. Habe ich quasi meine zweite Wahlkiste. Aber der ist gut hier. Der ist super. Mac, the virus. Ich muss ihn mal einmal kurz ausspülen, weil ja immer so ein, hier so ein... Was sind das denn für eine Haare? Also das Kunsthaar oder ist das echtes Eichhörnchen vom Eichhörnchen? Ja, meistens ist ja die hier sind von Blue Squirrel. Das hatte ich ja schon mal die Story. Wir wissen nicht, wie die Haare vom Eichhörnchen an diesen Pinsel kommen. Ob die in das Winterfell nutzen, wenn sie quasi ablegen. Oder ob sie die rasieren. diese blaue Schwinge, das ist vom Blue Squirrel. Das ist echt, vom Blaueinchhörnchen. Ja. Und das hier? Das ist ja so ein gekaufter Pinsel. Das ist Gebirgsscholle, glaube ich. Irre. Oder Tiefseehirsch. Tiefseehirsch. Denn so, raufschmeißen den Pinsel, back. Und den so ziehen. Richtig. Ne? Ja, dafür sind die eigentlich für lange Linien sind die besser. Diese Schwertschlepper, die sehen aus wie ein Schwert. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann, wie die Kutschen früher bemalt worden sind. Ja. Mit denen. Aber dafür sind die Linien zu kurz. Was dann so ja, wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt, wenn du merkst, oh, da ist keine Farbe mehr drauf, auf dem, dann musst du ja wieder den Streifen neu anfangen. Ja, und setzt du quasi und, genau dann kriegst du das hin, dass es übergangslos ist? Ja, kriegt man hin. Aber, man aber oftmals finden Leute das gut, wenn man sieht. Weil man sieht, man Handarbeit. Man kann so scharf linieren. Ja, weil da, oh, da war die Farbe alle. Und dann muss man wieder neu ansetzen. Genau das ist ja die Handarbeit, die es sympathisch macht. Wieso halte ich eigentlich den Atem an? Ich auch immer. Wenn du malst, halte ich den Atem an, weil das so spannend ist. Wahnsinn. Und das ist halt, ne? Die Linien sind nie 100% gleich. Und das ist halt das, was es ausmacht. Und gerade bei so einem Baujahr ist das. Da kannst du nichts raufplottern oder das geht nicht. Ich muss von die Handarbeit sehen. Ich will das auch mal machen. Nee, ich versau das ja. Ich will das. Ich habe auch noch nichts getrunken. Ich mache hier unten mal einen. Oder wo soll ich den? Du kannst ja hier dran üben. Ein Üben? Hm? Hast du das hier so angesetzt? Ja, ne, so, ne? Das ist auch nicht schlecht. Gibt ja diesen Schwanhals, ne? Haben früher die Künstler genommen. Immer so zum Stock mit so einem Puffer. Den haben sie dann hier quasi mit einer Hand aufgelegt und dann, ne, den Stock und dann. Also mit der Hand natürlich den Stock gehalten und dann hier aufgelegt. Dann so. Aber das konnte ich immer nicht. Als Hilfestellung. Richtig. Ich glaub, Schwanhals heißt das. Man muss natürlich so malen. Ich bin links hin, ne? Dass man sich selber nachher nicht, wie beim Schreiben früher in der Schule, sich selber alles verwischt immer, ne? Mhm. Wenn man jetzt hier schon gemalt hätte, würde ich ihn da raufditschen. Und man könnte ihn auch auf die Seite legen, aber das wisst ihr ja nicht, ne? Daran habe ich gemerkt, dass ich eine Brille brauchte. Weil ich dann immer weiter weggehen musste. Ja, mal gucken, wie weit das BS Auto sie abdeckt. Ja, das ist doch nicht so wichtig. Ein so ein Schatten muss ich ja auch malen. Jetzt schon? Du musst ja schon bedenken, du darfst nicht die Linie in die Mitte setzen, ne? Das habe ich nämlich da jetzt eben fast gemacht. Sondern ein bisschen, du musst jetzt quasi die Mitte über. Weil er hat ja eine Strichbreite. Wenn du hier die Mitte hast, ne? So, dass die Strichmitte ist, dann hast du natürlich. Genau. Du musst jetzt quasi. Ich muss aber von hier anfangen. Schwarz, Übergang. Ich muss von hier anfangen, ne? Ja. Du willst hier eine einfache Linie auf der, oder kommst du vielleicht auf die ist ein bisschen einfacher? Ne, hier ist unten schwarz. Genau, kannst auch von hier anfangen. Ja. Nicht mittig ansetzen, sondern ein bisschen unter der Mitte. Also hier unten, da. Ja, eine Spitze vor. Da so, ne? Dass hier mehr grün da ist die Spitze ja mittig. Und du fängst ein bisschen unterhalb an. Dass die Spitze quasi. Nee, runter, runter, runter. Ja. Und jetzt musst du immer auf die Mitte gucken. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig Mitte. Naja, ich brauche noch mal Farbe. Die Farbe ist ausgegangen, ja. Soll ich noch Farbe geben? Ja. Ich muss einen Strich noch da über noch. Ja. Dann ist es richtig. Pass auf, ich sag dir mal, wo du hingehen musst. Brauchst du ihn bitte. Da muss man da noch. Ich war eben zu vorsichtig, weil du das gesagt hast. Nein, du hast dich ja geübt. Du hast das, weil ich Angst hatte. Ja.
Grandios. Jetzt kannst du ausfüllen. Dir gibt man auch einmal ein Werkzeug in die Hand, dann kannst du das, ne? Einmal üben. Aber du kannst theoretisch auch mit jedem Werkzeug, Handwerk. Hast du schon mal tätowiert? Nee. Habe ich einmal, beim Mitarbeiter. Ja. Das traue ich mich nicht. Aber ich, nee, habe auch probiert. Volles Bäume in seiner Haut, bis so ein Zentimeter an seiner Haut hängen geblieben. Da muss aber noch mal ausgebessert werden. Ja, dann. Kannst du ja unten auch noch mal. Hier muss ich noch mal rein. Ne? Das ist Handarbeit. Das ist super. Das ist aber super gemacht. Du bist vom guten Penstreiber kaum zu unterscheiden. Na komm. Ja. Ich kann es auch nicht gut. Also, wenn ich 20 Jahre mache, mache ich es einfach zu selten. Das ist echt. Ja. Du musst es immer wieder üben. Das gibt ja welche, die malen mit dem Pinsel gleich Sachen los, so dass der fällt vom Glauben ab. Und das Ganze ja jetzt ja zu doll glänzt, ne, gehe ich jetzt einmal, um das ein bisschen von der Oberflächenstruktur so ein bisschen den Glanz rauszunehmen. Das ist wie so mit dem Finger frischen Lack fassen. Ne, dann habe ich das hier schon mal so ein bisschen zerstört. Ich dachte, es darf natürlich nicht doppelt reingehen, weil sonst stempel ich das. Na, doch, ich sehe das so ein bisschen schon mal, siehst du das? Mhm, wird okay. Matt, ne? Ja, wird so ein bisschen matt. Und dieser komische Glanz da drauf. Guck mal. Ja, das muss auch so ein bisschen matt noch, dass das ein bisschen zueinander passt. Das ist aber so fein, das ist so fein, das kannst du auch, wenn du willst, wieder polieren. Das muss, darf gar nicht so glänzen, weißt du? Oszillierende Bewegung muss machen. Keine kontrollierten, Andi. Hatte ich kontrolliert? War das eben kontrolliert? Das war kontrolliert im Kreis. Genau. Nee, gut so. Ne, jetzt also nicht einen Herzinfarkt kriegen, die heulen alten Logos. Man könnte das jetzt wieder polieren, weil es ist 800er Schliff. Ja. Könnte man super leicht wieder auch polieren. Nicht, dass ihr einen Herzinfarkt kriegt. Genau. Ne, das kann man wieder polieren. Richtig. Habe ich nochmal übersetzt. Habe ich so schnell gesprochen? Nee. Ach so, ja, kommt ja manchmal vor, ne? Aber tun wir. Ab und zu sage ich immer was, dann guckt meine Frau, mein Kind mich an. Und dann flüstern die, was hat er gesagt? Ah. Zu schnell, ne? Nee, weil die zu faul sind zu zuhören. Und ich habe nicht viel Zeit, deswegen spreche ich schnell. Ja, ich muss da das berücksichtigen. Ist da eine Platte drüber oder ist das? Ja, das ist so eine, das? Nee, das ist eine kleine ovale Metallplatte, die hier ist. Ich muss die berücksichtigen. Können wir durchmalen und setzen das Ding da oben rauf. Ich weiß es auch nicht. Also dann würde ich jetzt hier anfangen. Ich würde das erst mal so. Ja. Das sieht aus wie Batman-Flügel. Machst du denn zwei Flügel über Flügel? Eins, zwei, der müsste... Du müsstest ja in die Spitze reingehen mit der Linie da, Andi. Ja, genau, der muss in die Spitze. Deswegen ist der... Wo bist du da? Zu wenig, ne? Ja. Der müsste länger sein hier. Und hier sind ja auch die Rundungen nach außen. Oder ist es deine eigene Kreation? Das ist jetzt die eigene Kreation. Ach so. Ja, also. Da würde ich jetzt auch gar nicht so drauf achten wollen. Das ist jetzt. Ja. Ja. Hast du den Kreis gemalt hier oder mach ich das freihändig? Nee, da habe ich noch nicht. Hm. Da schließt sich der Kreis. Huch. Was hast du drin? Ja. Wie machen wir es denn drinnen irgendwie? Das ist mal eine Linie. Aber ach so, mit Schatten wieder ja, oder so? Ja, ja genau. Können wir entscheiden. So, hol ich mal wieder meine Pinselagen. Hier, Danny, musst du das noch mal so ein bisschen korrigieren, weil da gehört ja auch so eine Spitze hin. Ja, mach da.
Und den würde ich ein bisschen höher machen, weil den Abstand jetzt. Ich meine, siehst du das? Ja. Genau. Das Vorgezeichnete wischen wir gleich mit Wasser unten einfach raus. Ich mache auch gleich noch mal einen. Ja, soll ich vormalen oder willst du? Nee, nicht vormalen. Ich muss ich alles selber machen. Okay. Wir sind nicht im Kindergarten hier vormalen. Aber das ist ja quasi wie ein Malkurs jetzt, ne? Das muss ich berechnen. Ja? Ja. Wissenweitergabe kostet Geld. Das wird. Kann ich auch in Schokolade bezahlen? Oder die lassen Abos da. Das können die sich jetzt aussuchen. Kannst du mal sagen. Dann lassen wir ein Abo da. Nee, die anderen. Abu Dhabi. Sag mal, die sollen wir Abos da lassen. Also denk dran, mal ein paar Abos da lassen. Genau. Und für den armen Danny. Ja, und Kommentare. Und Kommentare und alles. Ja. Aber jetzt komme ich erstmal. Ja, da, ne? Aber ich muss da auch hingehen, wo du warst. Bist du Linkshänder? Nee. Aber ich würde das jetzt so machen. Da kann ich meine Kunden ja zu dir schicken, alle, ne? Kannst du. Ja. Aber die Rundung stimmt hier noch nicht. Das muss hier noch ein bisschen. Ja, wobei, es geht ja da eigentlich am Flügel runter. So muss das. Ja. Na, Danny? Kannst du den nächsten auch noch machen? Hast keine Lust mehr, wa? Ja, wenn ich das so sehen will, das ist gut. Geil. Der ist ja nur ganz kurz. Oh, nee, der geht durch. Der kann doch bis hier hingehen oder soll er auch? Ja, kann durchgehen, sonst. Oder soll der hier runtergehen? Das sieht doof aus. Ja, aber dann wird er länger als der obere. Wir machen den kurz vorher runter. Jetzt runter. Oh Gott, der war zu eckig. Ja, das ist doch nicht mehr drin. Du musst ja hier Farbe tunken schon wieder. Da ist schon hier zu blass. Gehen wir mal nach Zahlen, ne? Du malst gerade die 4 aus. So, mir kommt da ja nicht hin. Das ist ja schon. Du musst auch noch. Hier auch noch? Ja, sicher. Aber der geht über durch. Der geht jetzt durch, ja. Ja. Und da muss das auch schwarz. Ja, das kann ja alles schwarz. Ja, das mach ich mal einen Dicker. Oder nicht? Ja. Ja. Wenn so quasi da hier reinlaufen in den Streifen. Das kann ja von da jetzt und dann hier in die Verdünnung rein. Da. Ja? Ja. Also das alles bis hierhin voll malen? Ja, du kannst erstmal halt malen. So, mal so wie du meinst, dann sehen wir es ja. Das ist genau wie beim Schweißen, da brauchen wir auch eine ruhige Hand. Ja, ansonsten wird es zitteral. Ja. So, guck mal, hier kann man jetzt, ne, was du gemalt hast, hier, guck mal, wo es schon ein bisschen angetrocknet ist, kann man das hier wegwischen, siehst du das? Oh ja. Den Stift, dann sieht es auch immer sauber. Das sieht so ein bisschen krackelig aus. Und kannst du denn das, wenn wir jetzt das übermalen und dann ist das egal, das braucht man jetzt nicht wegwischen, ne? Ist Nein. ja deine Vorlage, ne? Genau. So wie hier auch, guck mal, jetzt habe ich sie weggewischt hier oben. Ja. Was steht denn da? 317, die Nummer kenne ich. 317, das ist unsere Lieblingsnummer. Ja, und das hier? Typ vom Motorrad, BSA M21. Das ist Andis Funktionspartei. Punk. So, das ist der Strich. Was sagt der? Der Strich ist nur der Strich. Das ist so praktisch ein Abschluss. Wie quasi beim Strich 8. Ja. Wenn du dich so am Tank festhältst, ne, ist super optimal für mich. Ist auch ein Strich, ne? Ja, hier musst du noch eine 7 Strich machen, da. Wie Strich? Ach, da gehört so ein kleiner Strich noch.
Ja. So. Der Strich die gleiche Höhe wie da? Ja. Tja, super. So, andere Seite darfst du machen. Ich habe noch nichts gegessen, ich bin zitterig. Ich komme auch durch die Nase. Aber da kann man mal sehen, Benni, wie viel schöne Arbeit das ist. Und ich finde das auch toll, dass man sowas auch mal ohne Schablonen macht, dass man einfach so wirklich das mit der Hand macht. Das sieht man ja auch. Gerade bei diesem Modell ist das doch wünschenswert. Ja. Wenn da jetzt eine Schablone und die elektrische Schrift, digitale Schrift drauf wäre, würde ja gar nicht gut aussehen. Nee. So ist das richtig. Hat das Charakter. Handarbeit, Charakter. Hat Charakter. Ne, Danny, selber machen ist geil, finde ich. Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir das jetzt hier so hingekriegt haben, unser eigenes Design entwickelt haben. Stolz wie Oscar mit Danny, schön, hat mir echt Spaß gebracht. Wie es hier weitergeht mit dieser schönen Maschine. Danny, du kannst es ja nicht miterleben. Du bist ja ganz in Dubai. Ja, miterleben würde ich das schon, ne? Nicht live jetzt. Du kannst es ja auf YouTube sehen. Andis Funktionspunk-Kanal kann ja weltweit geguckt werden. Genau, Andis Funktionspunk. Also wer ihn noch nicht kennt, ne? Wer quasi über meinen Kanal zu ihm kommt, kann er mal Grüße auf deinen Kanal lassen. Wir sind doch verlinkt. Sind wir? Ja. Oh, diese Technik von heute da. Gut, Danny, ich wünsche dir viel Spaß in Dubai weiterhin. Vielleicht kommen wir dich ja mal besuchen. Ja, ne? Das ist schön, ne? Ein bisschen Sonne könnte ich auch mal wieder vertragen. Ja, also an Sonnenmangel das nicht. Nee. Ne? Und Wasser und so? Ich wohne noch 5 Minuten zum Wasser. Haben die da Quellen und so, Wasser? Quellen oder Quallen? Oder machen die auch Salzwasser, Süßwasser? Ja. Gibt's auch, ne? Ja. Ich war mal auf den Bahamas und da gab's eine Bierfabrik, die hieß Kalik. Und die haben aus Salzwasser Bier hergestellt. Also Salzwasser, Süßwasser gemacht und daraus haben sie den Bier gemacht. Das ist immer schwierig, ne? Weil du entmineralisierst es ja. Aber es schmeckte. Ja. Also wir trinken sowieso alles, was Bier heißt. Haben wir jetzt gar nicht. Hey, wir müssen mal bei ihm rüber gucken, weil da wird immer am Ende der Folge Bier getrunken. Da wird immer geploppt. Haben wir gar nicht, ne? Nee. Schade. Unsere Kiezmischer, wie wir euch gesehen haben. Hätte ich mal mitnehmen sollen. Ja. Ja, der Kameramann sagt, wir sollen aufhören. Wir quatschen zu lang. Das ist nämlich auch schwierig, den ganzen Tag diese Kamera zu halten, schwer, arme Kerl. Ja. So. Also lasst einen Kommentar da, was ihr so sehen wollt, aus der Wüste vielleicht mal, ne? Was ihr für Motorräder fahren. Bitte Kommentare schreiben, ne? Genau, wie doof ich war. Ja, genau. Daumen nach oben und Abo. Ja. Freund Bescheid sagen, sagst du mal, ne? Und Haustieren. Abo. Was soll ich noch sagen? Tschüss. Tschüss. Tschüss.